Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und heute wollen wir uns mal einem ziemlich abgefahrenen Vocal-Effekt widmen, nämlich dem Effekt von Billie Eilish auf ihrem Song Bad Guy. Und da gibt's an einer Stelle, singt sie I'm a Bad Guy und da kommt so ein ziemlich gruseliger, spooky Vocal-Effekt dazu. Ich habe den mal nachgebaut, das klingt im Moment so. I'm the bad girl. Und das unterstützt sehr schön an der Stelle die Stimmung von diesem Song. Billie Eilish stürmt ja gerade die Charts mit ihren Songs, macht Musik zusammen mit ihrem Bruder. Billie selbst ist ja erst 17 Jahre alt und hat wirklich eine fantastische Stimme und wirklich eine ganz eigene Art zu singen gefunden. Denn sie singt wirklich unfassbar leise, direkt am Mikro dran und es ist wirklich super schwierig, wenn man so leise singt, dann wirklich die Kontrolle über seine Stimme zu behalten. Also wirklich fantastisch. Und die Produktion von ihrem Bruder Finneas dahinter sind auch wirklich großartige Sachen. Der arbeitet übrigens in Logic, so wie ich das hier heute auch aufgemacht habe. Du kannst den Effekt, den ich dir gleich zeige, aber natürlich in deiner DAW auch locker nachbauen. Wir brauchen zwei Kernkomponenten, um das Ganze nachzubauen und ich zeige dir jetzt einfach mal, welche das sind. Zum einen, ich mache mal alle Effekte hier aus, die ich hier drauf habe. Zum einen ist es erstmal ein Flüstern. Das heißt, du brauchst hinter den Hauptvocals auch einen geflüsterten Vocal, der das Ganze quasi doppelt. Und ich spiele mal ab. Ich habe das also einfach mal jetzt hier kurz dahinter geflüstert und das aufgenommen. Ist auch nicht sehr laut geworden, wie du hier sehen kannst, aber das macht ja nichts. Das heißt, das können wir ja gleich noch nachbearbeiten. Und das Flüstern ist auf jeden Fall eine der Kernkomponenten. Das heißt, das ergänzt auf jeden Fall den Hauptvocal dahinter und gibt dem eine ganz andere Farbe, eine Textur, wie man auch sagt. Das Ganze habe ich dann standardmäßig erstmal bearbeitet, habe hier einen Equalizer draufgepackt, um die Vocals ein kleines bisschen untenrum aufzuräumen. Also das Flüstern untenrum aufzuräumen. Untenrum habe ich einen Low-Cut gesetzt bei 100 Hertz und habe dann noch hier bei 570 Hertz noch ein bisschen abgesenkt, breitbandig, sodass es ein bisschen aus dem Weg geräumt wird und nicht ganz so dominant klingt auf jeden Fall, aber wirklich keine großartige Bearbeitung. Dann habe ich mit einem Kompressor nachbearbeitet, auch das ist normalerweise Standard, wenn man mit Vocals zusammenarbeitet und habe dafür gesorgt, dass dieses Flüstern einen relativ konstanten Pegel hat. Das heißt, dass da wirklich kleinste Lautstärke-Schwankungen auch, die man hier ja zum Beispiel sehen kann, hier ist es zum Beispiel an der Stelle, hier ist es ein bisschen lauter, hier ist es ein bisschen leiser, dass das alles sehr gleichmäßig ist, damit der Effekt auch gleichmäßig hinter den Vocals sitzen kann. Hab dann also hier mit dem Kompressor einfach so eingestellt, dass der ungefähr 5-6 dB komprimiert und die dann hier mit dem Make-up-Gain auch wieder aufholt. Das heißt, wir verlieren zwar 6 dB an der lautesten Stelle, aber wir holen sie dann mit dem Make-up-Gain wieder auf und haben dann einen sehr konstanten, der jetzt auch lauter klingt, einen konstanten Flüsterer. Das klingt dann so. Muss ich auch anmachen, ne? Würde helfen, ne? So mache ich mal an. Wie gesagt, ist auch lauter geworden, aber das soll uns jetzt noch nicht stören. Um die Lautstärke kümmern wir uns ja dann später. Es ist auf jeden Fall sehr konstant geworden. Nochmal. Bad Girl. Speziell bei dem Girl hinten, wo das dann leiser wird. Girl. Hinten raus, da geht mir so ein bisschen die Luft aus. Kannst du genau sehen, wie die Nadel hier zurückgeht. Ganz langsam und das ganze Ding trotzdem nochmal auf Pegel hält. Bad Girl. Ne? Also es bleibt sehr konstant. Also mit dem Kompressor und dem Equalizer Standardbearbeitung von Vocals. Jetzt kommen wir zur zweiten Kernkomponente. Die erste war ja das Flüstern. Die zweite Kernkomponente ist ein Tremolo-Effekt gewesen. Falls du nicht weißt, was ein Tremolo-Effekt ist, dann musst du dir vorstellen, da steht einer an einem Lautstärkeregler und macht ganz schnell laut, leise, laut, leise, laut, leise, laut, leise, laut, leise. Das macht einen Tremolo-Effekt. Nur sehr gesteuert, sehr klar gesteuert. Und wie man hier sehen kann, im Tempo hier von einer 32. Sekunde rauf und runter. Das ist also schon ziemlich heftig. Ein ziemlich cooler Effekt, der früher bei Gitarren viel eingesetzt wurde. Und wenn ich den mal anmache, dann wirst du auch sofort hören, was damit gemeint ist. Ja, da bringst du dieses Flattern in den Sound rein und dieses Unbestimmbare. Ich kann den mal ein bisschen langsamer drehen, dann hörst du besser, was der Effekt macht. Ne? Lauter und leiser und das in einem bestimmten Rahmen. Sicherlich wird deine DAW auch so einen Tremolo dabei haben. Bei Logic ist es auf jeden Fall eingebaut und den stellen wir jetzt auf eine 32. Note. Das heißt, der flattert schon ziemlich heftig. So, damit haben wir schon die zweite Kernkomponente. Jetzt haben wir noch das Problem, dass dieser Flüsterer ja Mono in der Mitte ist. Ich habe aber Mono in der Mitte die Hauptstimme. Das heißt, ich würde gerne dafür sorgen, dass dieser Flutter-Effekt, dass der nach links und rechts außen verschwindet. Und da habe ich mich heute mal nicht für ein Standard-Plugin hier bei Logic entschieden, sondern für den Stereo-Maker von Brainworks. Falls du nicht weißt, was das für ein Plugin ist, kann ich dir hier oben mal ein Video verlinken. Da habe ich das schon mal gezeigt. Im Kern sorgt es dafür, dass das Signal aus der Mono-Mitte verschwindet und ein bisschen weiter nach links und rechts außen so einen Stereo-Effekt kriegt. Ein bisschen wie der Haas-Effekt, nur eben ohne die Nachteile des Haas-Effektes. Beim Haas-Effekt ist nämlich der Nachteil, dass du, wenn du auf Mono schaltest, dass dann die Stimmen verschwinden können, weil der Haas-Effekt arbeitet ja mit Phasenverschiebung und dann kann es passieren, dass das Signal leiser wird. Hier beim Stereo-Maker ist das witzigerweise nicht der Fall und ich weiß nicht, was die Kollegen von Brainworks gemacht haben, aber sie haben es geschafft, dass das auch Mono-kompatibel ist. Und wenn ich den mal anmache, mach mal kurz Solo ohne.
So ist Mono in der Mitte und so ist es mit. Ne, das Signal springt quasi direkt auf die Saiten und ist dementsprechend aus der Seite geräumt, aus dem Weg geräumt für die Hauptvocals. Dann wollte ich noch ein bisschen Bewegung drauf haben und das habe ich bei Billy auch gehört, dass das Signal nicht so statisch, dieses Rauschen von diesem Flüsterer ist, sondern dass das ein bisschen in Bewegung ist. Also habe ich noch einen Phaser drauf gemacht. Der Phaser ist im Prinzip ein Modulationseffekt, der so ein bisschen so durch die Frequenzen durchflügt und die so ein kleines bisschen verschiebt, aber auch mit einer festigen Kurve, sodass es dann mit diesem Phaser plötzlich, also ich mache es mal kurz ohne nochmal, so klingt es ohne und so klingt es mit. Ne, man hört so ein bisschen, wie so die Phasen gegeneinander verschoben werden, wie es verschmuggelt und so weiter, wie so ein bisschen Bewegung ist. Kannst du ja mal rumspielen mit dem Phaser, ist auf jeden Fall ein tolles Ding und der ist deutlich intensiver als zum Beispiel ein Chorus und den Phaser kann man zum Beispiel auch toll einsetzen auf Overheads, wenn man mal eine Stelle betonen möchte oder auf Vocals, wenn man die mal kurz für ein, zwei Wörter betonen möchte oder so, dann kommt so ein Phaser immer ziemlich gut. Also, so viel dazu. Dann wollte ich noch ein kleines bisschen Hall und Delay dahinter haben, damit es ein bisschen Tiefe kriegt, ne, und habe dann hier auf einem Bus habe ich dann hier einmal ein Delay geschaltet und einen Hall hintereinander und die sorgen dann zusammen, die habe ich dann hier beschickt von meinem Kanal aus, habe ich dann ich mache das mal auf Solo und mache das mal laut, damit du hören kannst, was da stattfindet auf dem Bus. Ne, und das habe ich dann leise dazu gemischt auf minus 20 war das dann hier, glaube ich, und dann funktioniert das beides zusammen sehr schön. Kriegt also nur so eine ganz leichte Fahne hinten dran. Falls du nicht weißt, wie man mit Bussen zusammenarbeitet oder was Busse überhaupt sind, kann ich dir auch mal ein Video verlinken. Da habe ich neulich nämlich mal ein schönes Spezial drüber gemacht, damit du auch da reinschauen kannst und siehst, wie toll man mit Bussen arbeiten kann, in diesem Fall mit einem Effektbus. Damit ist es schon fast fertig. Jetzt ist es nur noch so, dass dieser Effekt hier ziemlich unvermittelt reinkommt. Ne? Das heißt, wenn wir hier nochmal laufen lassen von vorne, I'm the bad girl, steigt er quasi mit diesem Bad volle Pulle ein und das war mir ein bisschen zu heftig. Also habe ich hier noch eine Automation reingebaut. Habe hier eine kleine Automationskurve auf die, ich drücke mal A hier, auf die Lautstärkefahrt gemacht, wie du hier sehen kannst. Und da wird die Lautstärke dann quasi von leise auf laut reingefadet. Ich hätte auch ein Fade-In machen können, aber in diesem Fall habe ich es einfach mal mit einer Automation gemacht. Die aktiviere ich mal hier kurz. Und jetzt passiert Folgendes auf dem Kanal. Es startet halt nicht volle Pulle mit Bad Girl ein, der Flüsterer, sondern startet so ein. Fährt also ganz leise rein und damit haben wir dann auch, das habe ich dann bei der Automation noch eingestellt, die finale Lautstärke für diesen Effekt gefunden. Also, zusammen klingt das Ganze so. I'm the bad girl. Und betont an dieser einen Stelle nur dieses eine Wort, bad guy ist es im Original. Ich habe bad girl daraus gemacht, weil wir wollen uns ja nicht mit dem YouTube-Algorithmus und den Folgen eines möglichen Filterns meines Videos auseinandersetzen. Nein, ich wollte dir ja nur zeigen vom Prinzip her, wie die beiden das gemacht haben könnten. Ob sie es so gemacht haben, weiß ich nicht, habe es aber gegengehört, AB und es klingt schon ziemlich ähnlich. Das heißt, ich kann dir nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Bei deinem Song einfach mal ein, zwei Wörter so rauspicken und flüstern und dann mit einem Tremolo versehen und ein bisschen verfremden. Da kannst du einen schönen Fokus und einen schönen Akzent auf die einzelnen Wörter setzen. Machst du sowas oder machst du lieber andere Sachen? Arbeitest du vielleicht mit einem Ringmodulator oder mit einem Chorus oder mit sonstigen Verzerrungseffekten oder sonst was irgendwie, um deine einzelnen Wörter mal hervorzuheben? Schreib doch mal unten in die Kommentare rein, wie du es machst und vielleicht kann ich ja demnächst nochmal in einem weiteren Video einen Trick von dir vorstellen. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!